Die Billardvariante Carambol ist wohl jedem bekannt, aber die wenigsten werden es wohl gespielt haben. International gesehen hat diese Sportart aber massiv an Bedeutung gewonnen und aus diesem Grund wollen wir mit zwei absoluten Experten heute darüber sprechen. Damit hallo und herzlich willkommen aus dem Corona TV Sportstudio. Zum einen darf ich mal den langjährigen Routinier Klaus Maurer begrüßen. Schönen guten Tag. Und auf der anderen Seite die Nachwuchshoffnung Nico Kogelbauer. Servus. Hallo. Beginnen wir vielleicht einmal für unsere Zuseher mit der Begriffsdefinition bzw. was kann man sich unter Carambol vorstellen? Mit dem Routinier vielleicht den Vorzug lassen. Worum geht es im Großen und Ganzen? Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Carambol sagte schon Carambolage. Gespielt wird auf einem Tisch, auf einem Billardtisch. Nicht so wie für die meisten bekannt mit den Löchern. Gibt es ja Snooker und Pool, sondern ohne Löcher. Der Tisch ist in etwa, also ganz genau sogar, 1,40 Meter, 41 breit, 42 breit und 2,84 Meter lang. Das heißt, ein Rechteck, ein sehr großes Rechteck und darin ist es, in diesem Feld ist es wichtig, diese drei Bälle zur Carambolage zu bekommen. Wie funktioniert das? Es gibt einen roten Ball, einen gelben Ball und einen weißen Ball. Und in der ganz einfachen Variante ist es so, dass ein Spieler die weiße Kugel hat, der andere hat die gelbe, die verändern sich nicht. Das heißt, das bleibt immer bei diesem Ball und man versucht, den weißen, also wenn ich jetzt zum Beispiel den weißen Ball habe, ja, muss ich den gelben und den roten Ball zur Carambolage bringen. Das ist immer ein Punkt. Mit dieser Königsdisziplin, die wir ausführen, ist es ein bisschen komplizierter. Das heißt, die Königsdisziplin heißt Dreiband und in dieser Dreibandformation müssen wir die erste Kugel karambolieren, dann drei Banden fischen, sage ich jetzt einmal, und dann die rote zur Carambolage bringen. Das ist ein bisschen aufwendiger und ein bisschen schwieriger, aber genau deswegen ist es ja auch die Königsdisziplin. Nico, ich höre heraus, es ist ein Sport mit drei Kugeln, aber äußerst komplex. Erklär uns einmal, was bei dir persönlich hinter dieser Faszination steckt. Billard hat Taschen, Carambol nicht. Als Außenstehender könnte man jetzt behaupten, dieser ultimative Erfolg einzulochen fehlt irgendwo. War das bei dir von Anfang an nicht der Fall? Nein, also das Erfolgserlebnis hat eigentlich nicht gefehlt bei mir. Ich fand es einfach faszinierend im Vergleich zum Poolbillard, wo es darum geht, eine zweite Kugel zum Bewegen zu bringen und einzulochen, geht es beim Carambol darum, die eigene Kugel zum Bewegen zu bringen und eben die dritte Kugel dann zu berühren, um eben einen Punkt zu generieren. Und das fand ich einfach unglaublich faszinierend und man kann so viele Bögen kreieren, so viel machen. Das glaubt man gar nicht als Außenstehender und es steckt so viel dahinter, auch die Komponente des Mentalen, das kombiniert sich alles im Carambolsport und das fand ich einfach von Anfang an, eigentlich von den ersten Stößen an faszinierend. Klaus, die Community wird größer und größer, auch österreichweit wahrscheinlich. Hast du eine Zahl im Kopf, wie viele Carambolspieler es momentan gibt, beziehungsweise was hat sich dahinter getan in den letzten 5 bis 10 Jahren, damit dieser Sport immer prominenter wird? Ja, zum einen ist es mal so, dass es in etwa, glaube ich, müssten wir jetzt ungefähr um die 1000 Aktive gibt, jetzt im Carambolsport. Bei Pool und Snooker ist es etwas mehr, weil es natürlich die bekannte Form vom Billard ist. Und speziell in den letzten 5 Jahren, wie es überall in jedem Sport ist, sind die Preisgelder in den internationalen Turnieren gestiegen. Dadurch ist auch die TV-Präsenz gestiegen und auch im Internet die Möglichkeit des HD-Streaming. Also da kann man wirklich auf guter Qualität Top-Matches verfolgen. Und das kommt natürlich in die Wohnzimmer überall an und jeder möchte natürlich dieses Spiel probieren. Und ja, die letzten 5 Jahre, speziell die letzten 3, ist es immer spannender geworden, diesen Sport auch wirklich auszuführen. Nico, das ist für dich vielleicht auch ein finanzieller Anreiz in Zukunft, aber wann war für dich klar, ich möchte in diesem Sport auch Profi werden? War es dieser Vize-Europameistertitel, der dich zusätzlich nochmal bekräftigt hat?
Ja, das war auf jeden Fall ein Ansporn. Also am Anfang war natürlich war es eher ein Traumprofi durch den Vize-Europameistertitel 2019. Wurde der Traum dann irgendwie immer mehr zur Realität und jetzt bin ich tatsächlich am Weg, Profi zu werden. Setze auch alles daran, trainiere eigentlich wöchentlich, also täglich viele Stunden und ja, möchte auf jeden Fall in die Top 10 der Welt vorstoßen in den nächsten Jahren. Klaus, du bist der Förderer und Unterstützer von Nico. Was sind denn seine Stärken? Woran muss er noch arbeiten? Ja, ich möchte ein klein wenig ausholen. Der Robert Immervoll hat ja den Nico sozusagen entdeckt und hat mit ihm wirklich sehr gute Vorarbeit geleistet. Das ist alles in Bereich Jugendarbeit hineingefallen. Der Robert hat jetzt schon am Ende sozusagen seiner Arbeit wirklich sehr viel sagen wir Hirnschmalz verwendet, um sozusagen hier wirklich das Beste aus Nico herauszuholen. Der Nico ist in der Corona-Zeit des Öfteren sozusagen, er war meine Kontaktperson, der ganz wenigen, da hat es nur ganz wenige gegeben, die wir sehen durften. Also der Nico war einer davon, regelmäßig trainiert bei mir im Büro. Ich habe im Büro einen eigenen Carambol. Und so ist das Ganze entstanden, dass man sagt, okay, der Nico hat da Potenzial, ich habe das erkannt und dann ist dazu gestoßen der Gerhard Kostistanski, ein passionierter Dreimannspieler, also im Prinzip unglaublich, er ist ein Rekordstaatsmeister auch in Österreich. Und ja, wir haben ihn Nico analysiert und haben gesagt, okay, wir machen da was, wir müssen dieses Talent fördern. Und haben quasi The Next Generation of Billard, Carombillard sozusagen einmal im Kopf kreiert, dass wir Nico wirklich die Chance geben und Möglichkeit geben, hier jetzt den nächsten Sprung zu machen. Weil es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, okay, ich will Weltmeister werden und dann spielt man und trainiert man und dann hat man 40 Stunden trainiert jede Woche und das führt zu keinem Erfolg, sondern wie man weiß, ist strukturiertes Training ein ganz wichtiger Ansatz, dass man das Optimalste rausholt. Und dazu habe ich natürlich den Dick Jaspers, Weltrangliste Nummer 1, wie man mittlerweile mitbekommen hat, in Eisenstadt verpflichtet, der auch hier diesen Aufgaben des Trainings nachkommt. Und einen dritten möchte ich auch noch erwähnen, das ist Martin Horn, der ist in der Weltrangliste aktuell Nummer 13, das ist sozusagen sein hauptinternationaler Trainer, da fährt er auch hin und trainiert mit ihm Trainingskurse, die mittlerweile auch schon wirklich sehr gut fruchten. Also hier wird einiges gemacht, um Nico nach vorne zu bringen, ja. Über Dick Jaspers werden wir später eh nochmal kurz sprechen, bleiben aber nochmal bei deiner Person. Er hat gemeint, ein strukturiertes Training ist ganz entscheidend. Jetzt auch für mich die Frage oder an unsere Zuschauer mehr oder weniger die Antwort: Muss man wirklich nur Carambol spielen? Gibt es Ausgleichssportarten, die einen mental irgendwo unterstützen? Man kennt es ja auch von Rennfahrern, wo man glaubt, die fahren mit dem Auto nur im Kreis, aber die müssen ein ordentliches konditionelles Training aufwenden. Wie ist das beim Carambolsport? Gibt es da auch Methoden, wie man sich zusätzlich noch einmal kräftigen und stärken kann? Ja, man muss unbedingt schauen, dass man fit bleibt, weil sonst schafft man das nicht. Wir haben Turniertage, da spielen wir 5 Matches, also über 6, 7 Stunden. Und diese 7 Stunden muss man voll konzentriert sein auf höchstem Niveau. Und das hält man nicht durch, wenn man nicht schaut, dass man Ausdauersport macht, also vor allem Laufen, Fahrradfahren etc. Also Laufen vor allem ist das, was ich mache, um eben die Ausdauer zu bewahren, weil ohne diese Ausdauer, ohne körperliche Fitness hält man das im Kopf nicht durch, die Konzentration, und dann kann man nicht auf hohem Niveau Billard spielen. Klaus, wie viel Potenzial steckt in Nico? Wie viel fehlt ihm möglicherweise noch auf den Weltranglisten ersten Dick Jaspers? Kann man das prozentuell so abwägen, wie viel Prozent er schon von Weltranglisten ersten hat? Ist ein bisschen schwer zu definieren. Grundsätzlich muss man sagen, die Anlagen, die Nico von sich aus mitbringt, sind perfekt. Das Wissen, ja, also wenn man jetzt vom Dick Jaspers ausgeht, der wirklich sich mit dem Spiel tagtäglich, jetzt auch noch mit Mitte 50 tagtäglich befasst, ist
für uns fast nicht greifbar, weil das wirklich ein Wahnsinn ist, ja, was der alles weiß. Martin ebenfalls, das heißt, hier, naja, würde ich es ein bisschen einschätzen, was hat er bis jetzt? Naja, steht jetzt unter Druck, ja, und sitzt schwierig. Ich sage jetzt einmal zwischen 25% und 30%. Ja, die noch fehlen oder die er hat? Die er hat, ja. Das heißt, klingt jetzt wenig für klingt mich. Klingt wenig. Also ich bin ungefähr so auch in der Größenordnung 25% bis 30%, würde ich mir einschätzen, vielleicht sogar eine Spur mehr. Da können ja viele Komponenten dazu. Aber ja, jetzt gilt es, das auf 80-90% auszubauen. Das Wissen gibt es, aber das umgesetzte Wissen, ja, man muss ja das wissen, man muss ja nicht so sagen, okay, ich weiß, wie man den Ball spielt, sondern es kommt die Umsetzung dazu, und die Umsetzung ist so schwer, ne? Das sind ja mehrere Komponenten hier notwendig, um die Karambolage wirklich perfekt durchzuführen. Also selbst wenn man einen Ball gemacht hat, ist es zu wenig, sondern man muss schauen, dass der nächste Ball, dass man die Bälle so verteilt am Tisch, dass der nächste Ball auch wieder machbar ist. Mhm. Das heißt, nicht nur der Punkt ist wichtig, sondern der nächstfolgende ist auch wichtig. Mhm. Es werden ja auch Serien gespielt. Und die Höchstserie liegt bei 28. Ja. 28 Punkten. Also meine persönliche Höchstserie liegt bei 17. Mhm. Ja, und Nico? Bei 14. Bei 14. Ja. Wahnsinn. Also da hat der Coach quasi noch die Nase vorne. Wenn ich zwischen den Zeilen gelesen habe, dann höre ich, das Duell Maurer-Kogelbauer würde aktuell eher an Maurer gehen. Ist das richtig, Nico? Ah, das ist ganz schwer zu sagen. Kommt auf die Tagesverfassung an, würde ich sagen. Vor allem der Verlauf eines Matches ist immer unterschiedlich. Das heißt, ich glaube, wir einigen uns auf ein Unentschieden. Ja, es ist mittlerweile so, dass das muss ich bestätigen, oder gerne, ja, dass der Nico auch schon ein Leistungsniveau hat, dass er mich wirklich richtig fordert. Ja, mhm. Und es je nach Tagesverfassung im Training, wir sprechen jetzt im Training, es mittlerweile ausgeglichen ist. Und das ist sehr gut. Ja. Er ist 19 Jahre, ich bin 52. Und das freut mich natürlich, dass er dieses Niveau jetzt schon hat. Ne. Auf den kann man ja aufbauen. Im Turnier müssen wir noch arbeiten. Ja. Mental, da fehlt noch ein bisschen Erfahrung. Ja. Und wie man sozusagen die Trainingsleistung ins Turnier transferiert. Also das, an dem werden wir auch arbeiten müssen. Mhm. Dick Jaspers würde ich noch mal ganz gerne ansprechen, auf deine Person bezogen. Wie wichtig ist das, dass man so ein Zugpferd vielleicht auch in den eigenen Reihen hat, wo man sich Dinge abschauen kann, wo man vielleicht dieses professionelle Verhalten sich auch irgendwo ja, quasi kopieren kann? Versuchst du auch, gewisse Dinge abzusehen von ihm oder konzentrierst du dich voll und ganz auf dich selbst? Ja, nein, das ist unglaublich wichtig, so jemanden zu haben, weil man sich unendlich viel abschauen kann von so einer Person. Auf allen Ebenen, also egal ob das mental ist oder spielerisch oder die Einstellung zum Spiel, da kann man sich unglaublich viel abschauen und ja, es ist schwierig, man muss eine Mitte finden. Auf der einen Seite muss man sich selber treu bleiben und sein eigenes Spiel spielen, weil keiner ist gleich und es führen viele Wege nach Rom, das heißt, man muss schauen, dass man jetzt nicht einfach kopiert, aber natürlich kann man sich viele Dinge eben raussuchen, die man dann auch bei sich selber anwenden kann. Die Bundesliga wartet am Dienstag übrigens auch auf Krone.at für Sie, liebe Zuseher, exklusiv dann zu sehen. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Wie kann man sich die letzten Tage vor so einem großen Tag vorstellen? Schaltet man da eher ab oder wird dann trainiert bis tief in die Nacht hinein? Es wird schon trainiert. Also in meinem Fall, heute ist am späten Nachmittag oder eher am Abend vorher noch in die Therme, ein bisschen auskurieren, also ein bisschen locker machen. Das heißt, am Wochenende habe ich Deutsche Bundesliga, bin ich im Einsatz für die Deutsche Bundesliga. Montag wird nochmal intensiv 4-5 Stunden trainiert. Dienstag schaut das so aus, dass auch nochmal eine oder zwei Partien vorher gespielt werden. Und dann kommt es sozusagen zum Showdown, weil es ist ja letztendlich ein starker Gegner, es ist der Titelverteidiger und es, glaube ich, wird sehr spannend werden. Mhm. Bei dir, Nico, wie sieht die Vorbereitung bei dir aus? Andere Generation, ist dann die PlayStation auch hier und da am Start oder doch ein nettes Buch, um sich vielleicht ein bisschen abzulenken oder volle Hingabe auf den Sport? Ja, auch eine gesunde Mischung aus beiden, also PlayStation bei mir nicht, bei mir ist es eher Musik hören, lesen, Freunde treffen, aber natürlich jetzt wird am Wochenende trainiert. Am Montag, am Tag vor der Bundesliga, dann eher Freundschaftsmatches mit
Kollegen, aber also ernsthafte. Und als Vorbereitung, als lockere und dann am Dienstag dann ja ein bisschen ausschlafen, am Dienstag am Vormittag noch ein bisschen ausruhen und dann am Abend Vollgas geben. Zu guter Letzt würde ich noch ganz gerne die internationale Ebene und vor allem die Preisgelder ansprechen. Du hast es vorher schon gesagt, vor allem in den letzten 3 Jahren ist da ein ordentlicher Ruck durchgegangen und die Kaspers hat ja erst kürzlich in Korea ein Turnier gewonnen mit 75.000 Euro Preisgeld. Das klingt jetzt noch relativ viel, würde ich sagen. Ja, also für unseren Sport ist es relativ viel, eigentlich sehr viel. Und in den letzten Jahren ist eben, wie gesagt, dieses Preisgeld angestiegen. Also in Snooker ist es noch viel mehr. Ja, Snooker ist natürlich viel präsenter im TV und wir streben das natürlich auf europäischer und internationaler Ebene auch an. Und hier haben wir auch unseren Verbandspräsidenten Herbert Thür, der sich da international sehr stark engagiert und ist auch in der UMB, das ist quasi der internationale Verein oder Verband aller Vereine weltweit. Nico, willst du den Trend miterlebt in den letzten Jahren vom Jugendlichen hin zu einem jungen Mann, also auch was die Preisgelder betrifft? Ich glaube, da hat man ein bisschen eine andere Ansicht als Junger. Ja, natürlich. Vor allem, wenn man aufwächst mit Freunden, die Fußball, Tennis spielen, also auf einem hohen Niveau, da schaut es mit den Preisgeldern natürlich anders aus. Aber die Tendenz ist stark steigend in den letzten Jahren. Also die Preisgelder werden immer mehr. Es gibt immer mehr Turniere mit immer mehr Preisgeld. Also, und mittlerweile kann man eben schon gut davon leben, wenn man in der Welt ganz oben ist. Mhm. Insgesamt, wie kann man sich den Weltcup-Kalender vorstellen als Außenstehender? Ich glaube, es gibt 7 Weltcup-Bewerbe, eine WM pro Jahr und jedes zweite Jahr eine Europameisterschaft. Aber wann habt ihr mal wirklich frei oder sind da immer wieder Lücken dazwischen, Klaus vielleicht? Es ist ja ein sehr, sehr dicht gedrängter Kalender. Man muss das auch planen, sonst kommt man nicht zurecht. Ich bin ja auch selbstständig, habe eigene Firma, bin Versicherungsmakler und Vermögensberater. Muss meine Kunden auch entsprechend betreuen. Es ist sehr eng, ja. Also das heißt, Freizeit bleibt dann wenig. Ja. Ich habe ja eine ganz liebe Frau. Das heißt, auch hier darf man es nicht übertreiben, sonst hängt der Hausfrieden schief. Ne? Sehr klar. Ja, ganz klar. Da rutscht ihm auch ein Schmunzler übers Gesicht. Nico, die neuen Trikots habt ihr jetzt auch schon an. Gib uns vielleicht einen Einblick in die nächsten 5 Jahre. Wo will Nico Kogelbauer stehen? Kann man sich auch das Umswitchen auf Billard, Snooker vorstellen oder ist das dann wieder was komplett was anderes? Nein, komplett was anderes ist es nicht. Ich spiele auch beides sehr gerne, sowohl Snooker als auch Pool, aber auf so einem professionellen Niveau kann man nur eines der 3 Sportarten ernsthaft betreiben und das ist bei mir eindeutig Carambol. Ja, und habe absolut vor, bei Carambol zu bleiben. In den nächsten 5 Jahren, ja, Ziel ist natürlich, in der Welt ganz oben zu stehen, also unter den Top 15, Top 10 der Welt zu sein. Und ja, das ist das Ziel. Wie kann man sich Klaus Maurer als Förderer vorstellen? Bist du dann eher der Peitscher, der Schleifer oder dann doch eher der gemütliche Gesprächspartner, wo er sich dann auch ein bisschen einlassen kann auf dich? Es ist auch eine gesunde Mischung. Ja, das heißt, Erfolg ist planbar und das muss man planen, genau wenn man diese Zeit nutzen möchte, weil letztendlich 10 Jahre dahin trainieren und dann kommt man drauf, das ist nichts, ist auch nicht gut, speziell bei Nico, der ist jung. Das heißt, dann nimmt man sich einmal einen Zeitrahmen von 3 Jahren her, plant den komplett durch, ja, strukturiert den durch und letztendlich, wenn dann der Erfolg wirklich griffig wird und dann kann man weiterarbeiten, sollte es nicht so sein, das kann man ja nie versprechen, ja, oder das ist kein Versprechen von Nico, sondern das muss sich entwickeln, dann ist er noch jung genug, um Dinge nachzuholen, das Studium fertig zu machen und so weiter und so fort. Ja, also das ist... ja, also Struktur ist wichtig. Auf jeden Fall. Klaus, Nico, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Besuch. Alles Gute für Dienstag, für die Bundesliga, dass man dann auch in der Staatsmeisterschaft ein bisschen aufmischen kann. Für Sie, liebe Zuseher, war das auch ein Einblick in eine Randsportart, die durchaus Potenzial hat, vor allem an internationalem Wert in den vergangenen Jahren gewonnen hat. Das war der Sporttalk für heute. Würde mich freuen, wenn Sie bald wieder dabei sind. Boom, 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 boom.